Aber du bist auch Pirat, also man sieht es vielleicht so im Hintergrund. Hier stehen Schiffe, hier sind Schatzkarten an der Wand. Wo hast du das alles her? Also wir schöpfen ja aus dem gesamten Fundus der Karibik. Ja, ich kenne sämtliche Inseln, die es im karibischen Archipel gibt. Ja, habe sie selbst besucht und natürlich von den einzelnen Tourismusbüros und so weiter auch immer die nötigen Utensilien mitgenommen oder geschenkt bekommen oder wie auch immer und habe sie hier in meinem Büro sozusagen als Museumsausstellung gebracht. Das ist zum Beispiel der Nachbau der Surprise aus dem Film Master and Commander mit Russell Crowe. Hast du die selber gefertigt, oder? Nein, ich habe natürlich ich sage immer Buddelschiffbauer, ja, der macht auch größere Schiffe. Wir haben zwar nicht solche Buddeln, dass die da reinpassen, aber er macht größere Schiffe und ja, auch das macht er gut. Zeig mal ruhig, Chris, dann was das Schiff, ne? Also das ist ja wirklich, wie lang ist das? 2,50, 1,80, 1,80, 1,80, ne? ja. Aber da sitzt man schon 2, 3 Stunden dran. Ja, denke ich auch. Also Stunden und Tage. Genau. Was ist dein Lieblingsstück hier von den vielen, die hier sind in deinem Büro? Oh, das ist schlecht zu sagen. Also ich habe die meisten Stücke habe ich eigentlich ganz, ganz gerne. Also weil sie haben alle eine Geschichte im Hintergrund, ja, wo man einiges erzählen kann drüber und wo man eine persönliche Beziehung zu hat. Ne? Da ist zum Beispiel dieses Schiff, ne, das haben wir nachbauen lassen ja aus dem Film Master und Commander. Und ich habe Russell Crowe in San Diego getroffen selbst, ne, und ja, toller Typ. Und das ist natürlich auch eine Beziehung dazu. Genau. Und das hier ist eure Bühne? Das ist das Modell unserer Bühne, ja. Das ist unser künstlicher See. Hier sind die Tribünen angeordnet. Das ist nur für mich mal ein bisschen zum Spielen oder so. Aber ansonsten oder eine Inspiration holen, dass man sagt, man hat das Gefühl für die Tiefe und so weiter. Ja. Irgendwo muss man ja auch ein bisschen was probieren. Ja. Gut, also wir könnten uns jetzt wahrscheinlich noch stundenlang in diesem Hier Büro hier kann man umgucken. wirklich sich stundenlang unterhalten, was es eigentlich alles gibt. Ja, das fängt an hier bei den Totenköpfen aus den Zeremonien in Mexico City, ja, oder in Yucatan. Das ist ein Kaiman aus dem Orinoco-Tal, Delta und so weiter und so fort. Also jedes Ding hat hier seine Geschichte. Also wir stellen jetzt jedes Jahr eins vor Ja. und ihr dürft nicht eher aufhören, bis wir hier durch sind. Ja, gut, machen wir gerne.